bitte zurück in Richtung Castroper Straße. Die, die es vielleicht gerade nicht gehört haben, jetzt bitte zurück in Castroper Straße, damit ihr den Zuweg zum Impfzentrum als auch die Rettungsfahrt in Richtung der Krankenhäuser müsst ihr durchsuchen. Vielleicht aber Verständnis, sehr viele gehen bereits. Die anderen schließen sich bitte an, jetzt zurückgehen in Richtung Castroper. Dort sind auch die Getränkestände aufgebaut mit leckerem Fiegepilz. Da könnt ihr dann auch ein Glas Bier trinken und ab ins Taco. Vielen Dank. Podium, Cheftrainer Thomas Reis. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben ja noch einen Gast heute auf dem Podium. Glaube ich, unheimlich wichtige Person innerhalb des Teams. Und ja, wir sind einfach nur stolz, dass wir das vollenden konnten, was wir, wofür wir die ganze Saison gearbeitet haben. Und das war, ja... Yeah! Hey! Come on. So. Ja! Was jetzt? Wie ist es denn? Ich hab noch was zu tun! Ich glaube, ich muss die Tablets neu aufstellen. Jetzt ist das gleich kaputt. Sehr schön. Scheiße, Scheißegal. Scheißegal. Das ist schon beste Liga. Campeone! 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 Alles gut. Durch diese Pfeiler hier auf dem Rundell können die Fahrzeuge nicht ins Parkhaus. Zahlreiche Personen, die zu Fuß unterwegs sind mit Rollatoren, können nicht ins Impfzentrum kommen. Deswegen bitte gehen Sie jetzt in Richtung Jimmisparkplatz, in Richtung Castroper Straße Kreuzung zur Bockweltschmiede. Dort können Sie weiter fahren und Stürmer fahren. Bitte gehen Sie jetzt in diese Richtung. Und diejenigen, die sich geirrt haben, die Polizei wird jetzt die Kreuzung hier frei machen. Beschreibung mit Gewalt. Weiter geht. Jetzt kommt auf die andere Kreuzung. Hinter uns steht die RTW des Stadtautos. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ja, auch so ist der Brille. Meine Güte, haut einfach ab hier. Vorne frei machen, hinter uns kommt die RTW, der Krankenhaus muss.